Ja, hallo zusammen und jetzt Hygiene Pants Part 2. In meinem ersten Video eben habe ich euch ja über die Satessa vom Aldi berichtet, dass Aldi einen neuen Zulieferer hat aus Tschechien und dass ich mit der Qualität nicht zufrieden bin. Ja, jetzt bin ich auf die Suche gegangen und tatsächlich bin ich im Rewe auf Hygienepens Rewe beste Wahl gestoßen. Ja, und die Überraschung war, die ursprünglichen, mit denen ich ja sehr zufrieden war, kamen von Intigena Mülheim an der Ruhr. Rewe beste Wahl kommt tatsächlich von Intigena Mülheim. Also habe ich jetzt ein Produkt gefunden, das genau das gleiche ist, nur die Verpackung ist halt anders. Ich habe jetzt hier mein Lieblingsprodukt im Prinzip wieder und kaufe es im Rewe ein. So, jetzt zeige ich euch noch einmal hier Satessa. Das ist die von Satessa. Die alte praktisch vom Aldi, die gibt es ja jetzt nicht mehr. Jetzt haben die ja, wie gesagt, ein tschechisches Produkt, das von minderer Qualität ist. Und jetzt Rewe beste Wahl. Das gleiche Produkt, wie ihr sehen könnt. Ja, und jetzt bin ich total happy. Ich kann jetzt jedem empfehlen, der mit Satessa nicht mehr zufrieden ist, genauso wie ich, geht in Rewe und kauft die Rewe beste Wahl Hygienepants. Ja, die Vorteile von denen kann ich vielleicht nochmal schildern. Ich habe ja schon verschiedene getestet gehabt, also von der Firma, also die Vorteile von der Firma Intigena, sage ich jetzt einmal. Hier hinten am Popo, da sind die richtig schön dick. Wenn also der Patient nachts auf dem Rücken liegt und inkontinent ist und es ausläuft, dann saugt der hintere Teil, der saugt dann die Flüssigkeit ziemlich gut auf. Das ist bei vielen anderen Produkten nicht der Fall. Hier oben das Bündchen, das ist schön weich und lässt sich auch schön hochziehen bis über den Bauch. Manche, die sind viel zu kurz. Ja, und hier am Bein, wie gesagt, hatte ich ja schon mal erklärt, ist auch ein Gummizug und hier ein Auslaufschutz eingebaut. Also ich kann hier echt nichts Schlechtes über dieses Produkt sagen. Das ist wirklich top in meinen Augen. Und der Preis stimmt, 6,55 Euro im Rewe, vorher auch 6,55 Euro im Aldi. Ob der Preis jetzt so bleibt, weiß ich nicht. Ja, und das war es auch schon mit meinem Video. Wie gesagt, ich empfehle auf jeden Fall, geht zu Rewe, kauft dort die beste Wahlhygienepants und ihr habt die gleiche Qualität wie gewohnt. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann liked es und bis zu meinem nächsten Video dann und ciao.